Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Wir befinden uns immer noch unten bei den Dämonenruinen. Und hier ist das Leuchtfeuer und hier hinten haben wir den Boss bezwungen. Gehen wir nochmal da runter und schauen uns nochmal alles an, denn wir haben so ganz coole Schuhe bekommen, die uns helfen, durch Lava zu laufen. Und... So, Gesundheit. Mein Gott, das klingt nach einer Erkältung. So, wir können hier weitergehen. Und ich zeige euch das mal. Falls ihr beim letzten Mal nicht dabei wart. Kann man jetzt einfach hier durchlaufen. Und wir verlieren zwar Leben, aber nicht wirklich viel. So, wir gehen nochmal zu diesem Tor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da irgendwie reinkommen. Ich habe es beim letzten Mal schon probiert und es klappte nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn man dieses Lava kommt, dass man denkt, wo hinten, können wir auch nochmal gucken. Gucken wir erstmal hier. Und so. Das sieht doch aus wie eine fette Tür. Es sieht aus wie eine Tür. Also, ich bin auch ziemlich sicher, dass man da irgendwie rein kann. Ich weiß noch nicht wie. So, wir können da hinten nochmal hinlaufen. Könnt ihr das sehen da hinten? Das sieht für mich auch aus, ob da irgendwas ist. Genau, da hinten haben wir ja von der Leiche was eingesammelt. Ist auch geil, dass wenn ich mich roll, eigentlich ja nur die Schuhe mich schützen sollten. Aber ich roll mich und verliere trotzdem nicht. Guck mal hier. Wird was eingesammelt, aber vielleicht kann man hier. Oder hier. Hm. Nicht wirklich was. Gehen wir zu der Mauer darüber. Was? Hier ist anscheinend nichts. Da ist aber auch noch mal was, wo wir hin können. Natürlich verlieren wir die ganze Zeit Leben, aber ich bin mir nicht so sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier irgendwas ist. Also hier wäre es natürlich alberne Türen zu setzen. Direkt in Lava. Aber hier? Heilen uns mal kurz. Das ist so verrückt. Aber hier hinten können wir auch nochmal hingehen. Vielleicht ist da ja doch was. Und dann kann man hier rauf. Ach, guck mal. Hier bestimmt. Oder? Auch nichts. Da können wir auch nochmal raufgehen. Gucken, ob hier was ist. Okay, hier ist eine Höhle. Finden wir bestimmt ein Item oder sowas. Ah, guck mal, siehst du? Oh. Okay. Das ist der gute Solaire. Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Was sucht er denn? Why? After all this. Aber wir haben auf jeden Fall Leuchtfeuer hier, was gut ist. Wir pflanzen uns auch gleich mal dahin. Gut. Kommen wir hier an der Seite längs. Auf jeden Fall ist es hier nochmal eine etwas größere Höhle. Vielleicht finden wir noch ein paar lustige Gegenstände hier. Okay, man braucht die Stiefel wahrscheinlich auch überhaupt, hier irgendwo hinzukommen. Hier kommen wir rauf. Okay. Alter, ist das eine riesige Höhle. Ob da hinten irgendwas ist? Man weiß es nicht, also. Was ist das? Bewegt sich zumindest. Sind das alles Drachen?
Verlorenes Izalit. Okay. Das sind tatsächlich Drachen. Wir müssen uns mal dran vorbeischleichen. Nicht, dass die uns angreifen oder so. Hier hoch? Ja, okay. Da ist aber ein Item, sehe ich schon. Ich weiß auch nicht, wie dicht man an diesen Viechern ran darf, wo die einen entdecken. Hä? Ach da. Eine Seele. Okay, wie geht's? Okay. Jetzt irgendwo weiter. Da drüben können wir drüber, glaube ich. Macht aber auch einen Lärm, da durchzulaufen, oder? Ist gut, hier durchzugehen? Ah, shit. Eieiei. Und da irgendwo rüber? Nee, ne? Aufpassen, wo man längs läuft hier. Boah, ist auch echt eine schmale Stelle. Echt eine schmale Stelle, so. Also da können wir, glaube ich, nicht hin. Da steht ein fetter Drache einfach mal. Müssen wir hier durchlaufen? Eigentlich. Ich hätte schon Lust, mal einen anzuschießen, nur um zu sehen, den angreifen, aber ich glaube, das endet einfach nur in einem Tod. Und zwar sehr schnell Tod. Hier außen rumgehen kurz. Ich weiß nicht, wie dicht man an den ran darf. Okay. Ja, ja. Okay. Weiß nicht, mein... Okay, aber ich würde sagen, da kann man irgendwo hinkommen. Was er da beschützt, weiß ich allerdings nicht. Okay, 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 okay. Naja, versuchen wir uns diese Truhe mal angucken. Näher. Seele bedeutender Held. Hm? Ich dachte, da passiert mehr. Okay, versuchen wir hier auch nochmal die Tür. Okay. Also. Ah, ist nichts. Gehen wir hier mal rum. Also ich würde sagen, wir müssen den Baum da hoch. Das kommt wahrscheinlich auch nur von hier aus. Machen wir mal. Die sind ja jedenfalls gut gestaltet, sodass man erkennt, dass man da hochgehen kann. Die sehen ja auf jeden Fall auch aus wie ein Weg. Aber es sind verdammt viele Drachen hier. Da ist noch ein Item, das nehmen wir mit. Doppelmenschlichkeit! Eieiei, das finde ich ja super. Okay, jetzt geht's hier weiter. Hier irgendwo rein? Nö. Okay, jetzt die Frage, wo wir hin müssen. Wir müssen mal umschauen. Aha. Also das sieht aus, ob man da auch hoch kann. Das sieht auch aus wie Wege. Ich frage, ob man hier runterspringt oder unten runter längs geht. Und wo sind wir von da gekommen? Gibt es hier noch einen anderen Weg? Gibt es echt nur Drachen und keine Wege? Da hinten liegen aber ein paar Items, da kann man wohl auch hin. Wo soll man denn da hinkommen? Also ich verliere ja schon ein bisschen Leben, wenn ich irgendwo runtergehe. Da die Frage, ob man das riskiert. Gehen wir weiter runter. Wir müssen uns da wohl irgendwie dran vorbeischleichen. Und durchs GS durchkommen. Eieiei. Ich weiß wirklich nicht, wo ich lenken soll.
Wir laufen mal hier längs und gucken mal, ob wir zu den Items kommen, ohne ganz zu sterben. Oder ob es ein zu weiter Lava-Weg ist. Ist da direkt an einem Drachen vorbei, das bringt mich auch nicht so viel. Vielleicht hier hinter? Boah, ich weiß nicht, aber wir kamen ja ein paar Tränke, vielleicht können wir noch ein bisschen was trinken zwischendurch. Da hinten liegen die auf jeden Fall. Können wir schneller darauf hinkommen? Göttlicher Segen und göttlicher Segen. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Scheiße. Aber da kommen wir nicht durch da hinten. Ne? Da irgendwo rauf. Nee, oh, müssen wir schnell zurück. Heilen uns mal kurz. Weiter geht's. Okay. Wir müssen uns einen anderen Weg finden dahin. Heilen wir uns mal kurz. Achso, heilen wir uns mal kurz. Und nochmal. Also wir müssen ja irgendwie versuchen, da hinten darüber zu kommen wahrscheinlich, weil da gibt es auf dem Weg nach oben, sieht man zumindest. Das heißt, wir müssen hier durch die Lava laufen. Genau. Also wir laufen da jetzt rüber, da sieht es aus wie ein Weg. Sind wir von da gekommen? Nee, von da sind wir nicht gekommen, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. Noch ein Weg hier runter. Gehen wir erstmal hier runter. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Oder müssen wir zu den Drachen, ne? Okay, ach so, hier kann man durch. Ach, hätte man auch hier durchlaufen können. Okay. Gut. Kann man ja nicht sofort ahnen. Jo. So, wir kommen immer höher. Da geht's runter. Und hier runter gehen. Auch hier was. Da gibt's nichts. Also geht es tatsächlich nur hier runter. Oh. Oh. Ah, verdammte Axt. Ehrlich, aber das können wir schnell wieder heilen. Mein Gott, das sind aber auch Biester hier, da. Was ist das da hinten denn? Kommen wir da überhaupt hin? Ich dachte, das ist irgendwie eine Tür da oder so, weißt du? Aber es kann auch sein, dass ich mich da irre, aber ich probiere es trotzdem einmal aus. Na? Schade. Hätte es sein können. Frage, wie wir wieder rauskommen. Gar nicht mehr. Ach doch, hier hinten rum, okay. Das wäre ja geil gewesen. Schön in so eine Kollisionsabfrage-Falle getapst. Aber ich glaube, damit haben die gerechnet. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute geprobt haben, das Spiel immer wieder zu spielen. Um auch. Irgendwas. Ach, sind die ganze Zeit die Drachen, die diese Geräusche machen, ne? Ich liebe mein Schwert.
verschiedene Wege. Wir können hier durch oder hier durch? Erstmal hier durch. Ob es hier immer noch andere Wege gibt, aber ich glaube nicht. Eieiei, sind das viele, oder? Aber es gibt dadurch auch viele. Na, Geheimgang? Nee. Ab und zu sieht es immer aus wie ein Geheimgang, finde ich, wenn man so diese Mauern anguckt, hier drüben vielleicht. Auch nicht. Schade. Hier vielleicht. Wir gehen einfach alle Wände aus. Nee. Da ist nur eine Treppe. Ah. Gehen wir gleich hoch, erstmal gucken wir hier unten runter. Noch irgendwas zu entdecken gibt. Liegt hier noch jemand rum? Würde uns was geben. Guck mal hier. Große Seele, Ehrenwetterretter. Sehr gut. Langsam lohnt sich das Seelenfarmen so ein bisschen. Bewegt sich doch auch hier, ne? Und der tut nichts. Ja. Okay. Da oben liegt noch jemand. Wenn wir da hinkommen. Das Item da drüben gesehen. Oben. Guck mal. Wer ist er denn? Huch. Okay, kommt. Okay. Ja, das ist ein neues Geschöpf. Hier spuckt Säure. Widerlich. Mit Saugnäpfen oder was es da war. So, das Item da drüben müssen wir uns auch nochmal holen. Wenn man da hinkommt. Hier wahrscheinlich nicht längs. Hier auch nicht. Soll ich mal hier reingehen? Mal gucken, was geht da raus? Hier auch raus. Hier geht's raus. Genau, machen wir mal den Weg frei. Okay, hier gibt es bestimmt zu dem Item, Heini. Da unten ist er. Wir gehen einfach mal den kurzen Weg. Okay, das war's mit dem kurzen Weg. Kommen wir hier noch durch? Ja, okay. Da gibt noch eine Seele. Sehr gut. Schauen wir mal unten. Wie noch geht. Mein Gott, das ist ein riesiges Gebiet. Hätte man gar nicht mehr erwartet, so, ne? Also, finde ich. Da sind wir gekommen. Gut. Jetzt hier wieder hoch. Sind so ein bisschen bräunlich hier die Wege in der Mitte immer. Dann sieht man immer ganz gut, dass es ein Weg ist. Man vorher jetzt gar nicht so. Man achtet so auf Kleinigkeiten jetzt. Das tut man am Anfang überhaupt nicht. Ich überlege, wie ich ganz am Anfang gespielt habe. Einfach noch haut drauf. Ja, ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Power hier für das Gebiet. Kann gut sein, weil ich sehe, wie schnell ich die Gegner besiegen kann. Okay. Oh. Okay. Na? 5000 Isalit-Beschleuniger, okay. So, also bevor wir da hochgehen, gehen wir nochmal hier runter. Irgendwie war hier auch noch ein Weg. Was viel größer, ne? Vielleicht gehen wir doch erst nach oben. Nach unten? Ich weiß, wir gehen erst nach oben. Schauen wir, was es oben noch gibt. So, Schildschild. Okay, da ist ein großes Nebeltor. Heißt, wir gehen trotzdem erstmal nach unten. Hier auch runter irgendwie? Ja, okay. Jetzt mal hier runter. Da ist noch so ein Ekelteil.
Hier ist eine Truhe. Können wir aufmachen? Pyrokaros Feuerpeitsche. Wir müssen uns mal um die Zauber vielleicht mal kümmern. Ich habe jetzt gar nichts. Ich habe noch nicht ein bisschen Zauber gelernt hier oder so. Machen wir bestimmt nochmal. Ist das hier eine Geheimtür? Nein. Das müssen wir vielleicht mal üben oder lernen. Ich habe nur das eine hier. Den habe ich. Und ich habe noch, glaube ich, irgend so eine Pü. Habe ich nicht noch hier so ein. Anders. Achso, kann ich ja gar nicht hier machen. Ja, ich habe noch so ein anderes. Also irgend so ein Feuerball, glaube ich. Da brauche ich ja auch irgendwas wieder, was ich da nutzen kann. So, da gehen wir jetzt nicht runter. Wir gehen erstmal hier runter und machen unten alles, befreien unten alles. Und dann gehen wir durchs Nebeltor. Eventuell finden wir noch ein Leuchtfeuer in der Nähe. Das wäre ja auch ganz gut. Hier rein. Da hinten ist ein so ein Titanium-Heini. Den werden wir auf jeden Fall besiegen müssen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht hier noch irgendwie so ein Leuchtfeuer gibt oder sowas. Irgendwas in der Nähe. Dann ist zumindest noch ein Item, das ist schon mal ganz gut. Aber ich glaube, irgendwo in der Nähe vom Boss gibt es auch immer so ein Ding, oder? Warte. Okay. Hier drin mal. Das ist hier schon mal. Oh! Scheiße. Ich wollte nur das Item haben. Oh, guck mal da unten. Ach, die sehen von oben so aus. Das ist ja gruselig. Von unten sahen die ganz anders aus. Hier irgendwo raus. Wir gehen erstmal hier längs. Okay, es war natürlich ärgerlich, dass wir da reingekracht sind. Mm. Es hindert uns mal wieder komplett an einen ganz anderen Weg, den wir gehen wollten. Wie kommen wir da dann hoch zu ihm? Hier vielleicht längs? Ah, okay. Okay, es sind ganz viele da unten. Ich glaube, das ist nicht so einfach dagegen. Wie soll man denn. Wie soll ich denn da rüberkommen? Warte mal. Kann ich da rüberspringen? Nee. Nee, das kann man nicht. Da kann man nicht rüberspringen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war viel zu weit. Hören sich an wie kleine Bongo-Trommeln, die Leute, finde ich. Was? Ja, ernst. Okay, ich probier's nochmal. Da kommt man nicht rüber. Muss man irgendwie anders hinkommen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir runter müssen dann? Töten wir dich so. Muss hier doch irgendwann einen Weg geben, wie wir da hochkommen. Hier an der Seite vielleicht? Ne. Hier geht's auch nur runter. Hier geht's wahrscheinlich runter zu den Viechern. Aber die Viecher, die werden wir jetzt vorher mal anschießen, wenn das geht. Müsste ja möglich sein. Wenn ich so weit runter schießen kann. Ich weiß es nicht. Mal hin. Ja, von der anderen Seite müssen schießen. Genau, wir suchen es von der anderen Seite. Gruselig. Ah, Mann, ey. Nee, ich weiß nicht, wie ich die Sachen da einsammeln kann. Über den hier komme ich doch nicht da hoch, oder? Nee, das geht nicht. Okay, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Wir gucken gleich mal. Hier mal runter. Okay, warte, vielleicht können wir die ein bisschen auslöschen. Also ein bisschen dezimieren zumindest. Und warum sollen wir uns mit denen anlegen? Damit die auch mit unserem Bogen killen können. Oder? Warum soll ich das schwierig machen, wenn es auch leicht geht?
So, hier unten ist auch noch einer, ne? Den kriegen wir vielleicht auch noch einen Bogen. Gucken. Ja. So, wir müssen einen anderen Weg noch finden hier. Oder können wir hier nur runter? Vergiftung, ah super. Okay, wir müssen beeilen. Roter Brocken. Das Viech. Wir müssen uns ein bisschen hier durchmogeln. Wir haben ja hier noch. Es bringt das nichts, wenn ich das Kraut nehme, dann sind wir gleich wieder vergiftet. Ich habe hier zwei Löcher, die abgrundtief sind. Auch das ist mega tief. Okay, da kommen wir also nicht raus. Bisschen eine Wand. Naja. Versuchen wir hier zu laufen ein bisschen. War nicht gerade schnell, aber vielleicht kommen wir den Baumwurzeln da hoch wieder. Zumindest nicht so aus. Probieren es mal. Ne, tatsächlich nicht. Okay, wie kommen wir jetzt wieder hier raus, ist die Frage. Wir müssen uns alle Mauern mal angucken. Behauptet, dass hier der Ausgang ist, aber was machen wir denn bei diesen Löchern? Dahinter geht's weiter, sehe ich gerade. Haha! Da ist eine dicke Wurzel, da kommen wir aber nicht hoch. Aber hier ist auf jeden Fall eine Treppe, ein Schutzschild hoch. Ah, okay. Aber dann kommen wir ja doch noch auf die andere Seite. Da liegen ja unsere Sachen, die Sachen, die wir haben wollten. Das heißt, wie kommen wir darüber? Ist eine gute Frage. Können wir uns den ganzen Weg dann nochmal durchwursteln? Hier ist noch ein Weg. Hier geht es auf jeden Fall wieder hoch. Aber das Item da hinten wollen wir ja irgendwie haben. Das heißt, wir gehen nochmal runter. Oh nein! Ja, dumm, trinken wir kurz was. Ja, ich weiß, Vergiftung. Wir versuchen jetzt hier links rumzugehen. Dann kommen wir da vielleicht auch hin. Da gibt es ja auch einen Weg im Hintergrund, sehe ich gerade. Geht's nicht weiter? Oder geht's doch weiter? Wir testen mal die Wand aus. Weiß ja nie. Nee, es ist eine stabile Wand. Aber wenn wir da durchlaufen, kommen wir auf jeden Fall auf die andere Seite hoch. Gehe ich mal von aus. Hier ist noch eine Truhe. Die muss noch holen. Da kostet was. Vielleicht noch ein Gegner kommt von oben. Was für eine Truhe ist das? Mal öffnen.
Eine rote Scholle. Okay. So. Wie geht's? Hier nochmal. Auch keine andere Wand. Hä? Okay. Hier noch gewesen. Ich dachte, ich könnte da irgendwie hochkommen auf die andere Seite. Das nicht? Warte mal. Muss doch irgendwie auf die andere Seite kommen, da dass wir die Sachen da aufheben können. Wäre jetzt ja ganz komisch. Wir versuchen es mal hier drüben nochmal. Mal gucken, ob wir hier irgendwie. Oder? Ach, da, okay. Ah, sind wir richtig. Gut. Machen wir ein. Und hat sich gelohnt. Der Brocken. Okay. Hier runter. Jetzt müssen wir kurz überlegen, wie komme ich denn jetzt wieder auf die... Na, irgendwie hier oben rauf, dass wir ganz hoch kommen. Wie war das denn? Also hier links. Gucken wir mal. Kurz was trinken. Haben wir zwar nichts mehr, aber. Da geht's hoch. Oh. Gut. Dann sind wir wieder hier oben, wo wir gerade im Reingang sind, runtergefallen sind. Aber ein Leuchtfeuer haben wir trotzdem nicht gefunden. Das finde ich sehr komisch, weil eigentlich sind die immer irgendwie in der Nähe. Aber hier scheint keins zu sein. Schade, schade, schade. Wir müssen auch einfach übersehen. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch hinter dem Titanid-Dämon da hinten. Wie er heißt. Ich hasse das ja, auf engen Räumen mit solchen zu kämpfen. Ich behaupte mal. Okay. Warte mal, vielleicht können wir den noch einen Platz hier kriegen mit dem. Okay, es dauert ewig, müssen wir wohl doch ran. Angst, dass er mich hier runterhaut. Ah, Mist. Und er hat ja diese mega Reichweite. Okay. Vorbeizulaufen. Oh. Da haben wir natürlich gar kein Leben mehr. Kommt da hinten noch. Wir laufen da mal hin. Und dann Leuchtfeuer vielleicht da hinten. Dann nehme ich doch erstmal das. Ich glaube, es sieht so aus wie ein Leuchtfeuer da hinten. Oder?
Dann sind wir an ihm vorbei, dann müssen wir ihn trotzdem noch besiegen, aber wir hätten wieder ein bisschen mehr Leben und müssen nicht den ganzen Weg dahin laufen. Guck mal, wie cool wir sind. Nee, es ist so ein... Okay, wir haben jemanden noch erwischt. Vogeldynamit und grüne Scherbe. Da unten ist ein Leuchtfeuer, okay. Also, bevor wir uns diese Viecher hier greifen, machen wir doch erstmal hier... Oh! Was macht er? Warum bringt er mich um? Scheiße! Ich dachte, das ist so leer. Ich dachte, das ist ein Freund von mir. So ein Spast. Ah. Okay, wir müssen den ganzen Weg nochmal dahin laufen. Ärgerlich, ärgerlich. Aber nun ja. Alter, was für ein Arsch. Oder? Was für ein Arsch. Na gut. Da ist ein ganz schöner Weg wieder, aber das kriegen wir schon hin. Das war doch so leer, oder nicht? Warum schießt er denn mit Blitz auf mich? Was soll denn das? Na, irgendwann sind die alle fies hier. Kann das sein? Nicht mal einen Grund, mich umzuhauen, der Spacken. Na, so weit war das, glaube ich, gar nicht, ne? Aber es ist blöd, dass alle Gegner wieder da sind. Das ist ja wirklich ärgerlich. Ja. Hier auch durchlaufen? Gibt's mal auch, oder? Und nochmal laufen. Ist aber auch ein langer Weg da. Hm. Aber so ein Arsch, oder? Hm. Wir heilen sie mal kurz. Jetzt können wir uns mit dem Dämon noch aufnehmen da. Wenn es denn sein muss. So. Oh Mann. Der auch. Da ist jetzt auch noch einer. Ah, da kommt er von hinten. Da hängst du fest. Oh, ich renne nicht direkt rein. Blöder Typ ich bin. Oh, jetzt sind zu viele. Jetzt werden es zu viele. Weg hier, weg hier, weg. Oh, jetzt werden es echt zu viele. Nicht so einfach, wie man denkt. Wenn es zu viele sind. Wir heilen es mal kurz. So. Das
das eklige Viech. Hinten ist er. Ist die Frage, ob wir nochmal an ihn vorbeirennen einfach. Oder versuchen, ihn zu killen. Große Frage, große Frage. Könnte ich wieder ein bisschen... Nein! Na gut. Hätte ich nochmal. Hätte jetzt nicht Not getan, aber was soll's. Okay, diesen Matschangriff, den. Den muss man immer so ein bisschen über sich ergehen lassen. Oh! Lassen wir ihn mal in Ruhe und rennen nochmal da hinten hin. Um unsere Sachen zu holen, bevor wir hier drauf gehen. Da haben wir sehr viele Seelen. Natürlich, dass er jetzt ein Blitz schießt von hinten, müssen wir schon aufpassen. Wir müssen wissen, warum ich gerade draufgegangen bin bei diesem Spacken. Der soll mir doch helfen da. Wenn ich killen. Fand ich nicht nett. Und hinter mir her? Oh, da kommt langsam Schrittes, ne? Gut. Da ist auch ein Leuchtfeuer da hinten, deswegen verstehe ich nicht, warum er mich killt. So, pass auf. Lass mal die kleinen Viecher hier, vielleicht treffe ich die, ja? Sind sie alle tot? Müsste ich eigentlich gucken, was er von mir will da unten. Okay, dann müssen wir gegen ihn antreten. Oh nein. My very own son. I am. Dreh um! Muss man schon Leben tanken, weil es so schnell. Okay, hier kommt er nicht raus. Gut für uns.
Ah, komm her, dich kriegen wir hier drin. Komm, du Spacko. Da. Ich lock dich hierher zur Dämonenruine. Und zack! It's over. My son. It's dark. Warum muss ich dich jetzt töten, frage ich mich. So dark. Menschlichkeit 2. Und? Tonnenschwert, Sonnenschild, Sonnenlicht, Talisman. Sonnenrüstung. Einmal richtig viel eingenommen. Was ist noch so ein ekliges Viech, was noch lebt? Okay, jetzt sind wir hier. Und die Tür ist auf. Das ist doch die Tür zum... Die Viecher irgendwie. Da. Die können nichts mehr. So, aber hier oben war doch auch ein Leuchtfeuer, wenn ich verkehrt. Ist doch genau hier an der Ecke, wo wir hin wollten. Noch ein Viech. So, dann würden wir mich, glaube ich, machen wir das Leuchtfeuer hier oben nämlich an. Und viel dichter dran. Oder? Nicht verkehrt. Nee, das ist schon richtig. Ich meine, hier oben war ein Leuchtfeuer. Mich verkehrt? Wann das? Ja, ich glaube, es war da hinten beim Fahrstuhl, ne? Na gut. Egal, wir können auch das ist dann ist der Weg der gleiche. Das tut uns dann, ist uns dann auch egal. Zumindest haben wir diese Tür jetzt aufgemacht. Gucken, wofür die uns hilft oder wobei die uns hilft. Oh, da liegt noch was, hab ich gar nicht eingesammelt. Holen wir mal schnell. Und den Titan-Dämon müssen wir auf jeden Fall auch noch besiegen. Gehen wir schon noch hin. Ich weiß, warum ich hier ein Leuchtfeuer gesehen habe, war gar keins. Sonnenlichtmade, na. Also, wir gucken mal ganz kurz die Gegenstände an. Denn wir haben ja auch nicht was bekommen. Also. Havels Großschild, ja, wir haben hier. Sonnenschild. Was kann das Sonnenschild? Feuer, Blitz, 50. Das Schild des Sonnenres ist so leer. Es trägt ein heiliges Symbol, aber es ist eine seltsame Waffe. Das kann ich, glaube ich, nicht. Tatsächlich ist so leer, das kann ausschließlich seinem Training geschuldet. Das ist ja super. Ich dachte, der kann irgendwas. Sonnenlicht-Talisman. Magiebonus, 100. Okay. Irgendwo war doch auch, hat er nicht irgendwie so ein Schwert fallen lassen oder was? Sonnenschwert, da. Dieses Standard-Langschwert gehört so leer, es ist von exzellenter Qualität und höchster Schmiedekunst und wurde stets repariert. Leicht zu bedienen und festlich ist es auch, doch seinem populösen Namen dürfte es eher nicht gerecht werden. Nö. Gut. Egal, wir gehen jetzt mal weiter. Oh, warte mal, haben wir noch einen Ring eingesammelt? Ich weiß es gar nicht. Nee, ne? Aber wir müssen den, leider müssen wir den besiegen da, damit wir irgendwie hier vorankommen, glaube ich. Und der wird uns ja auch was fallen lassen, womit wir unsere Waffe stärken können. Warum hier aber immer noch kein Leuchtfeuer ist, das nervt mich so ein bisschen. Hätte gedacht, hier gibt es irgendwo ein Leuchtfeuer. So, wir besiegen den erstmal. Versuchen wir zumindest. Wir können uns auch vielleicht ranschleichen von hinten an ihn, oder? So, warte mal. Wir schleichen uns mal ran an ihn. Vielleicht können wir ihn mit einem Doppelschlag ordentlich Leben wegnehmen.
bin ja eher der Schildträger, deswegen. Hat uns noch nicht bemerkt. So. Schild wieder ran. Schild wieder ran. So. Hüpf ruhig. Ah, Mist. Hätten wir ihn vielleicht kriegen können, einmal. Ah! Ich muss ein bisschen dichter ran. Okay, das war zu dicht. Aber. Nein! Hau doch nicht ab! Du Schwein. Können wir dich auch bis hier hinlocken? Dass du denn hier vorne stehen bleibst? Wäre natürlich ein Highlight. Okay, kommst du auch hier rein? Anscheinend nicht. Okay, aber er trifft hart. Dann müssen wir ihn lassen. Okay. Und nochmal eintrinken. Den können wir leider nicht beschummeln. Er ist zu dicht dran. Eieiei. Okay. Vielleicht müssen wir an ihm einfach vorbei. Aber ich weiß. Aber ich habe leider auch nicht mehr so viel Leben. Okay, weg hier. Wow. Okay. Mist. Blitz natürlich scheiße. Obwohl, trifft er mich hier?
Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Dachte ich, den können wir anders überlisten. Nun gut, aber für heute haben wir richtig viel geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.